Liebe Studierende der Statistik 1, wir sehen uns heute wieder, um weiter über Zusammenhangsmaße zu sprechen. Wir haben im letzten Video sehr ausführlich über den Pearson-Korrelationskoeffizienten gesprochen, als unser bestes Zusammenhangsmaß, wenn wir es mit zwei metrischen Merkmalen zu tun haben, die auch beide normal verteilt sind. Also wir sagen manchmal auch, die sind dann multivariat normal verteilt oder bivariat normal verteilt. Zumindest können wir davon ausgehen, dass es so der Fall ist. Wenn eines davon diese Anforderungen nicht erfüllt, dann können wir zum Spearman-Korrelationskoeffizienten greifen. Was ich in dem Video übrigens nicht so laut erwähnt habe, was aber in der Praxis dann der Fall ist, Sie können auch einfach die Ränge Ihrer Daten bilden, wie wir das in dem Video, im letzten Video geübt haben, und diese Ränge in die Pearson-Formel einführen. Sozusagen, die Formel weiß ja nichts davon, was sie bekommt. Sie bekommt dann statt echten, metrischen, gemessenen, quantitativ reichhaltigen Daten einfach Ränge von Daten, also Zahlen wie 1, 2, 3,5, wenn es eine Rangbindung hat, etc. Und Sie können damit auch die Pearson-Formel anwenden. Was dann da hinten rauskommt, ist auch ein Spearman-Korrelationskoeffizient. Das aber nur am Rande. Wir wollen heute in diesem Video, was hoffentlich nicht ganz so lang ausfällt, relativ zackig zwei Maße besprechen, die nützlich sind, wenn wir eben nicht die Zusammenhänge für ordinal skalierte oder metrisch skalierte Merkmale berechnen wollen. Also bei dem ordinal skaliert hier nochmal, ich kann quasi den Spearman, wie wir ihn besprochen haben, auch anwenden, wenn das eine Merkmal zwar metrisch ist, das andere aber nur ordinal skaliert ist. Diese Rangbildung, die wir machen, ist ja nichts anderes als eine Ordinalskalierung. Aber was, das sei hier unten gleich mal gezeigt, in Lila, was würden wir uns dafür interessieren, ob es einen Zusammenhang gibt, kann ich doch sprachlich gut formulieren. Gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Geschlecht eines Probanden oder zwischen dem Geschlecht meiner Probanden und ob sie Raucherinnen und Raucher sind zum Beispiel. Hängt Rauchen und Geschlecht zusammen? Wenn das Ihre Forschungsfrage ist, dann kommen Sie mit der Pearson-Korrelation und auch der Spearman-Korrelation nicht besonders weit. Oder ich sage Ihnen hiermit, dass Sie dafür nicht ideal und nicht geeignet sind. Wir brauchen also andere Zusammenhangsmaße. Wir werden heute derer zwei besprechen. Bevor wir das tun, kurze Erinnerung dran, was bedeutet denn das, dass ein Merkmal dichotom ist? Was meinen wir damit? Und wir machen das am einfachsten mal an einfach Beispielen. Echt, sogenannte echt dichotome Merkmale oder echt dichotome Daten haben wir, wenn einfach nur zwei Zustände denkbar sind. Ja? Also zum Beispiel eine Aufgabe, die Sie einem Proband geben, die wird halt von dem Proband entweder gelöst oder sie wird halt nicht gelöst. Ja? Das sind zwei Zustände, da kann nur einer der beiden eintreten. Geschlecht wird weitestgehend von uns auch als ein Dimorphismus, sagt man ja auch in der Natur, in der Biologie, verstanden. Also nimmt zwei Formen an, männlich oder weiblich. In unserer Studierendenumfrage, in der Sie auch teilgenommen haben, hatten wir ja noch das Merkmal drin, dass wir Sie auch ganz einfach gefragt haben, können Sie eigentlich die Zunge rollen oder nicht? Ja? Und dann haben Sie das entweder bejaht oder beneint. Das heißt, verneint. Das heißt, wir haben, wenn wir in die Daten reingucken, Sie sind gerne eingeladen, das in Jamovi auch zu tun, sollten Sie sehen, dass bei Zunge rollen können eigentlich nur zwei Merkmale drinstehen. Vielleicht eine 0 und eine 1, die verwendet wurden, um Ja und Nein zu kodieren. Vielleicht steht dann noch, vielleicht ist dann noch ein dritter Wert drin, der kodiert dann aber nur, dass da keine Daten vorlagen. Also ein sogenannter Missing Value. Vielleicht ist das die Minus 99 oder NA steht da manchmal auch. Aber das ist eben nicht kein Wert, mit dem wir rechnen können. Das heißt, echt dichotome Daten, zwei Ausprägungen. Es gibt allerdings manchmal auch sogenannte künstlich dichotome Daten. Wir haben manchmal auch Merkmale, die von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, ob das sinnig ist, sei dahingestellt, dichotomisiert werden. Zum Beispiel ist die Abi-Note ja eigentlich erstmal ein relativ gut gemessenes metrisches Merkmal, ein quantitatives Merkmal, was dann aber oft für bestimmte Fragestellungen vielleicht mal in seiner dichotomisierten Form, also in seiner zweigeteilten Form, verwendet wird. Zum Beispiel, wenn ich weiß, dass der Bundesdurchschnitt 2,4 ist, Abi, dann kann ich fragen, bist du besser oder schlechter als der Bundesdurchschnitt? Und dann sage ich zum Beispiel, Abi besser als 2,4, ja. Oder Abi besser als 2,4? Nein. Und damit schlechter.
In der klinischen, im weitesten Sinne klinischen Praxis finden Sie das auch manchmal, dass vielleicht, es gibt vielleicht so ein Cut-off. Man kann vielleicht Ihre Ängstlichkeit mit einem Fragebogen messen, Ihre sogenannte Trait-Ängstlichkeit, also so wie Sie allgemein als Person sich ängstlich zeigen. Und dann gibt es vielleicht da einen Wert, ab dem man sagen würde, der ist klinisch bedeutsam. Sprich, wenn Sie einen so hohen Wert in dem Fragebogen zeigen, würde man davon ausgehen, dass sie vielleicht Hilfe brauchen, dass es eigentlich sowas wie eine Angststörung vielleicht vorliegt. Das heißt, man hätte vielleicht so einen Wert wie in diesem Angstfragebogen, einen Punktwert über 30, völlig erfunden jetzt gerade, würden wir dann sagen, ist ein klinisch bedeutsamer Wert. Also hätten wir dort auch eine Dichotomisierung herbeigeführt mit einem eigentlich metrischen Merkmal. Und was Sie hier in diesem Graph noch sehen, ist die Variante, die manche von Ihnen im Seminar schon besprochen haben, nämlich dass man eine Variable, dass man diesen Median-Split herbeiführt. Das macht in diesem Beispiel wirklich nicht wirklich Sinn, aber man kann es hier mal grafisch so ganz schön zeigen. Wir haben hier eigentlich zwei metrische Merkmale, nämlich Gewicht, Körpergröße, Entschuldigung, Gewicht in Kilogramm und Intelligenz auf der Y-Achse. Und wie Sie sehen, sehen Sie eine große Punktwolke, sind beides metrische oder mindestens intervallskalierte Merkmale. Entsprechend sind alle Ausprägungen möglich. Und das wäre natürlich genau der Fall, wo Sie jetzt eigentlich zur Kovarianz und zur Korrelation greifen würden. Aber vielleicht hätte irgendeine Wissenschaftlerin so ein bisschen mehr aus Versehen diese Daten auch mal dichotomisiert, sozusagen größer. Entschuldigung, schwerer als der Median oder leichter als der Median. Schwerer als der Median wären, dann wären sie sozusagen hier in dieser oberen, in den zwei rechten Feldern, sozusagen zwei rechten Quadranten, oder man würde dort einfach sagen, ja, schwerer als der Median. Und in den zwei unteren Quadranten könnte man sagen, dort sind die Leute, die weniger intelligent als der Durchschnitt, in dem Fall auch weniger intelligent als der Median sind, ja? Daten sind übrigens nicht erfunden, sondern das ist tatsächlich eine Stichprobe, die ich neulich mal für die Stats-1-Radio-Show erzeugt habe. Also erfundene Daten, 2000 Stück. Und wenn ich dann diese Abfrage mache mit dem Median, dann kam ziemlich genau, nee, dann kam genau das raus, was Sie hier in Rot sehen. Ganz am Ende vom Video lasse ich Sie damit, wenn Sie wollen, entlasse ich Sie heute mit der Abbildung und Sie können das, was Sie jetzt gleich im Video noch lernen, auf diese Daten auch mal anwenden. Also, das ist für diese Daten nicht das Beste, aber Sie können also auch Merkmale dichotomisieren. Es ist aber wichtig, dass Sie dass Sie das als Technik zur Hand haben, sozusagen. Macht es vielleicht Sinn, dieses Merkmal zu dichotomisieren? Hier würde es keinen Sinn machen. Wenn Sie dichotome Daten vorliegen haben, oder wir könnten auch einfach sagen, kategoriale Daten, die müssen gar nicht nur zwei Ausprägungen haben, dann können Sie zu einer sogenannten Kontingenztafel greifen. Eine Kontingenztafel ist also, man könnte auch sagen, eine Häufigkeitstabelle, in der aber Kontingenzen gezeigt werden. Sprich, es wird durchaus im Geiste diese bivariaten Betrachtung von Merkmalen, das eine Merkmal in die Spalten eingeteilt und das andere Merkmal in seinen Ausprägungen in die Kolumnen oder, nee, also das eine in die Reihen und das andere in die Spalten oder Kolumnen. Und eine Kontingenztafel zeichnet sich dann dadurch aus, dass sie eigentlich die absoluten oder bedingten Häufigkeiten, üblicherweise eigentlich die absoluten Häufigkeiten abbildet. Und es sind sogenannte Zähldaten. Also es muss dann so sein, dass ich dann abzählen kann. Genauso wie ich in dem Graph vorher ja sagen konnte, ich zähle dann, wie viele Probanden sind da unten in dem Quadranten. Wenn ich das tue, komme ich auf 480. Wenn ich das also jetzt überführe in eine Kontingenztafel, dann würde ich sagen, jetzt schreibe ich die Zahl 480 in die eine Zelle meiner Kontingenztafel, meiner Tabelle hinein. Man nennt es manchmal auch, wenn es nur tatsächlich zwei Zeilen und zwei Spalten sind, weil es wirklich dichotome Merkmale sind, spricht man auch von einer Vierfelder-Tafel, oder Vierfelder-Tabelle seltener mal. Im Englischen hören Sie oft, dass das ein Cross-Table ist. Man cross-tabuliert zwei Merkmale. Man trägt sie ja sozusagen gegeneinander ab. Und das kann natürlich auch eine 4x3-Tabelle sein, eine 5x5, wenn es eben fünf Ausprägungen im einen Merkmal gibt und fünf Ausprägungen im anderen, oder eine 2x7.
sind ein bisschen seltener. Wir wollen uns jetzt hauptsächlich mit solchen 2x2 oder auch 2x3, 4x3 vielleicht Tabellen beschäftigen. Solche Kontingenztafeln sind also, spielen eine große Rolle in der Statistik für alle Merkmale, die eben letztlich in Kategorien auftreten oder die wir in solche Kategorien überführt haben. Wir könnten jetzt mal eine Frage rausgreifen, die sich letztlich anhand der Studierendenumfrage beantworten lässt. Nämlich, wir könnten fragen, gibt es eigentlich einen Zusammenhang zwischen dem Geschlecht meiner Studierenden und deren Fähigkeit, die Zunge zu rollen? Geschlecht, Männlein, Weiblein, Zunge rollen können, ja, nein. Beides echt dichotome Daten. Und wir könnten jetzt also eine Kontingenztafel erstellen, die dann gleichzeitig auch eine Vier-Felder-Tafel wäre. Es gibt nämlich nur vier Felder, die wir zu füllen haben. Und das erste Maß, das ich Ihnen dafür präsentieren möchte, von zwei heute, ist das Maß, das nennt sich Chi-Quadrat. Hat einen griechischen Buchstaben, obwohl wir gerade eine Statistik in der deskriptiven Statistik noch ausrechnen, hat dieses Maß nun mal leider seinen Namen aus dem Griechischen ererbt und heißt Chi-Quadrat. Und was dieses Maß tut, ganz simpel und clever eigentlich, ist, es guckt, was habe ich beobachtet in jeder Zelle, wir sehen das gleich noch, wie viel Beobachtungen habe ich pro Zelle, also pro Kombination in meiner Vierfeldertafel, also Geschlecht gleich männlich und Zunge rollen können, ja, zum Beispiel. Für diese Kombination, wie viel habe ich da? Und dann wird gefragt, das ist jetzt auf den folgenden Slides immer in lila gezeigt, wie viel hätte ich eigentlich erwartet, wenn diese beiden Merkmale überhaupt nichts miteinander zu tun haben. Ja? Und das nennen wir dann auch die Expected Zellbesetzung. Das ist nicht die, die eingetreten ist, sondern das ist die, die wir erwartet hätten, wenn diese beiden Merkmale nichts miteinander zu tun hätten. Wenn also das Geschlecht nichts damit zu tun hat, die Zunge rollen zu können, dann sehen wir gleich, kann ich mir ausrechnen aus bestimmten sogenannten Rand. Häufigkeiten, das ist ein Wort, was ich auch schon öfters mal verwendet habe, die brauchen wir jetzt gleich wieder. Aus den Randhäufigkeiten kann ich mir ausrechnen, was ich denn eigentlich erwarten würde in den Zellen. Und die Formel dafür, die sieht dann so aus. Was mache ich hier oben? Ich habe doch da schon wieder sowas wie so ein Abstandsmaß. Das ist uns doch jetzt schon öfters begegnet. Das ist uns begegnet beim Varianzausrechnen. Das ist uns begegnet beim Rangdifferenzen ausrechnen für Spearman, dass ich sage, was habe ich beobachtet in einer Zelle und was hätte ich erwartet in der Zelle? Und diesen Abstand, den quadriere ich, das heißt, der verliert sein Vorzeichen, der geht dadurch also nicht doppelt, aber eben quadriert ein und zwar ohne Vorzeichen. Und das setze ich ins Verhältnis zu dem, was ich dort eigentlich erwartet hätte an Zellbesetzung. Und dann mache ich einen ganz kruden Trick. Ich summiere das auf über alle Zeilen und alle Spalten. Ich kann das entweder mal kurz mit einem Summenzeichen sagen, bisschen, das ist dann nicht ganz präzise mathematisch, ich kann sagen, ja, summiere diesen Ausdruck eben und dann fragen Sie, ja, wie soll ich das summieren? Dann sagt Ihnen die zweite Zeile, summiere das erstmal über alle Spalten und dann noch über alle Zeilen, sodass du am Ende über alle Zellen, in dem Fall werden wir jetzt nur vier Zellen haben, summiert hast. Und dann kommt ein Maß raus, das ist das sogenannte Maß Chi-Quadrat. Schauen wir uns das mal an dem Beispiel an. Gibt es also einen Zusammenhang zwischen Geschlecht und der Fähigkeit, die Zunge rollen zu können? Wir haben hier das, was ich in. Muss aufpassen, was ich sage. Nee, die Daten habe ich erfunden, glaube ich. Das ist basierend auf dem, was die Studierenden produziert hatten, aber es ist ein bisschen hingetunt, damit Sie sehen, das N, da waren nicht zufällig genau 100 Studierende damals im Hörsaal, als ich diese Zahlen gemacht habe. Aber. Was sehen wir? Wir haben jetzt hier zum ersten Mal eine Kontingenztafel vorliegen. An der Kontingenztafel ist mir wichtig, ups, das wollte ich noch nicht zeigen. Da gehe ich nochmal zurück. Nein, geh weg. So, das wollte ich Ihnen zeigen. An der Kontingenztafel ist uns wichtig. Wir haben die beiden Merkmale, die wir gegeneinander abtragen. Also, das eine echt-dichotome Merkmal wird abgetragen gegen ein anderes echt-dichotomes Merkmal. Es ergeben sich dann aus diesem 2 mal 2 vier Zellen. Und ich habe hier ganz wichtig die Randhäufigkeiten. Ich kann hier also erstmal ablesen, wir vergessen quasi mal kurz den Inhalt dieser Zelle und fragen, wie viele Leute können eigentlich die Zunge rollen? Dann sehe ich 60 von 100, also 6 von 10, können die Zunge rollen.
In Wirklichkeit, wenn Sie mal bei Wikipedia gucken, so der wahre Wert in der Population ist, glaube ich, eher so 7 von 10 Kümmerwilligungen. Und dann haben wir hier noch was, was tatsächlich so zu dem Beispiel, dass das vielleicht Studierende waren, ganz gut passt. Wir hatten nämlich im Hörsaal mehr Frauen als Männer. Also quasi 75%, kann ich auch mal sagen, 75 von 100 Frauen und 25 von 100 Männern. Und jetzt habe ich aber hier eben also beobachtet, 18 Männer, die die Zunge rollen können, standen 7 Männern gegenüber, die das nicht konnten. Also mehr, ja, okay, das passt so ein bisschen zu dem, was man hier in der Randhäufigkeit schon sieht. Bei Frauen ist es jetzt allerdings so, dass es ja, das auch ein paar mehr, die es rollen können, aber es gibt doch auch ganz schön viele, die es nicht rollen können. Und was das sozusagen alles jetzt im Verhältnis zueinander wert ist, das soll Chi-Quadrat uns sagen. Wir hatten schon gesagt, für Chi-Quadrat brauche ich aber die erwartete Zellbesetzung. Wo kriege ich die denn jetzt her? Dafür gehen wir mal kurz da nochmal rein. Und betrachten die Tabelle sozusagen eben nicht, was wir beobachtet haben, sondern wir fragen, das kann ich auch hier schon mal einblenden, dann machen wir jetzt eigentlich einen kleinen Vorgriff auf die Wahrscheinlichkeitsrechnung. Das müssen Sie einfach aushalten, das gehört jetzt zusammen. Wir können sagen, wenn zwei Merkmale nichts miteinander zu tun haben, was würden wir dann erwarten? Dann können wir aus den gegebenen Randhäufigkeiten uns per Multiplikation ausrechnen, was wir für letztlich so eine Art Schnittmenge von zwei Merkmalsausprägungen erwarten würden. Wir könnten also sagen, wie häufig, als relative Häufigkeit, ist denn die Merkmalsausprägung Zunge rollen können? Da würden wir sagen 60%. Ja, das wäre hier also sozusagen in der einen Spalte. Und wenn wir das in der Statistik oder im Formelwerk sehen, sieht das dann so ausgedrückt. Da steht dann ein kleines n, Punkt 1. Das heißt, ich habe hier über die Zeilen, das will mir der Punkt sagen, über die Zeilen kurz drüber gemittelt, kann man auch sagen, oder drüber aggregiert und deshalb eben eine tatsächlich, wie es ja auch hier zu sehen ist, es steht im Rand der Tabelle, es ist eine Randhäufigkeit 60 von 100 oder eine absolute Randhäufigkeit 60 hier ermittelt. Und ich kann das Gleiche für die Zeilen tun und kann sagen, ich ignoriere mal kurz, aus welcher Spalte das kommt und sage, wie viele Männer habe ich denn? Also wie häufig war in meiner Stichprobe die Ausprägung Mann zu sein? Und das war ein relativ seltener Fall, nur ein Viertel meiner Daten. Und jetzt ergibt sich sozusagen die erwartete Zellhäufigkeit hier, unter der Annahme, dass das alles gar nichts miteinander zu tun hat, diese beiden Merkmale, ergibt sich einfach als 60 von 100 mal 25 von 100. Also kurz gesagt, ein Viertel von 60 müsste also eigentlich 15 sein, oder? Schauen wir mal, ob das so stimmt. Wenn ich muss kurz hier wieder rausgehen, gucken wir mal. Genau, 15. Und so kann ich für alle Zellen nach dieser einfachen Formel, die Sie hier unten auch nochmal sehen, nehmen die beiden Randhäufigkeiten, die zu dieser Zelle führen. Und wenn es absolute Randhäufigkeiten sind, musst du sie eben nochmal durch das n teilen, um das Produkt der relativen Häufigkeiten zu bekommen. Und du bekommst so die, in diesem Fall für eine Vierfeldertafel, die vier erwarteten Zellbesetzungen. Und jetzt können wir zurückgehen zu diesem Chi-Quadratmaß und können sagen, hier oben haben wir in klein nochmal die gleichen Daten, die Sie gerade auf dem Slide vorher gesehen haben. Wenn wir zu dieser Formel greifen, haben wir sozusagen die, ups, Verzeihung, Käse gemacht, haben wir quasi hier wieder die Formel, über die wir schon gesprochen hatten. Beobachtete Zellbesetzung minus erwartete, deren Der Quadrat, des Quadrats kann man sich also vorstellen wie so ein Abstand oder eine Abweichung, die dann quadriert wird, geteilt durch die erwartete Zellbesetzung. Und dann für alle vier Zellen, völlig egal in welcher Reihenfolge, weil sie sowieso alle aufsummiert werden, aufsummiert. Und wenn Sie das durchführen, kommt ein Wert raus, der tata 2 ist. Das ist jetzt etwa so informativ wie die berühmte Antwort 42, die dieser berühmte Computer in Per Anhalter durch die Galaxis auf die Fragen der ganzen Welt oder also die Antwort schlechthin, da beantwortet dieser Computer irgendwann 42. Ähnlich wertvoll ist für uns jetzt gerade diese 2, weil wir nicht wissen, was für Werte kann Chi-Quadrat annehmen. Das könnten wir uns noch überlegen. Aber auch, wir werden sehen, dass tatsächlich das Chi-Quadrat so allein nicht so viel wert ist. Aber aus dem Chi-Quadrat errechnen sich in der Statistik viele andere Kennzahlen und die Grundidee ist so wertvoll, wie hier in dieser Formel durch diese erwarteten Zellbesetzungen, wie hier
zu einem Maß gekommen wird, dass ich es für sehr, sehr wichtig halte, dass Sie das mal gesehen haben, wie das geht und das auch von Hand mal einmal, zweimal in Ihrem Leben mal ausgerechnet haben für so eine Tabelle. Was waren denn die erwarteten Zellbesetzungen und wie stark weicht dann als Chi-Quadrat ausgedrückt meine beobachtete Zellbesetzung ab? Wir haben also heute noch keine Antwort drauf, da muss ich Sie eigentlich, meine Psychologinnen und Psychologenstudierenden zumindest, auf die Statistik 2 vertrösten. Es sei nur so viel gesagt, es gibt dann eben ein inferenzstatistisches Verfahren, was genau das, dieses Chi-Quadrat, was wir gerade ausgerechnet haben, benutzt, um zu einer Signifikanzaussage zu gelangen. Wie gesagt, Chi-Quadrat allein kann uns auch nichts über die Richtung des Zusammenhangs sagen. Das ist anders als bei der Kovarianz, richtig? Die konnte ja negativ werden. Dann konnten wir sagen, aha, bei einer negativen Kovarianz, da müssten irgendwie, wenn wir uns auch ebenfalls das so in so Quadranten denken, natürlich eher so eine Beziehung vorliegen, wenn man sich es grafisch vorstellt, und eine positive Kovarianz eher ein je mehr, desto mehr Zusammenhang. Warum kann das hier nicht passieren? Warum kann Chi-Quadrat uns das nicht mehr sagen? Dazu müssen Sie sich die Formel nochmal genau anschauen und dann wird es Ihnen wie Schuppen von den Augen fallen. Das werde ich jetzt auch nicht auflösen. Es sei auch noch hinzugesagt, dass offensichtlich dieses ganze Maß Chi-Quadrat eben auch sehr stark am N hängt. Also wie viele Beobachtungen hatte ich überhaupt? Es wird ja immer unten durch die erwarteten Zellbesetzungen nochmal geteilt und es werden auch Abstände quadriert. Und wenn ich tatsächlich sehr viele Beobachtungen in der Tabelle drin habe, dann können auch die Abstände größer werden, die so rauskommen können. Es können die Quadrate der Abstände größer werden. Also Chi-Quadrat hängt sehr stark auch an der Anzahl Beobachtungen. Den zweiten Teil dieses Videos möchte ich jetzt dann damit verbringen, Ihnen vielleicht nochmal in so 20 Minuten Ihnen ein zweites Maß nahezubringen. Und zwar ein Maß, das sich Odds Ratio nennt. Die Odds Ratio oder Deutsch sehr, sehr selten mal als Chancenverhältnis vielleicht auch bezeichnen, ist eine alternative Art, oder ich sollte sagen, die Odds sind eine alternative Art, wie wir in der Statistik relative Häufigkeiten oder Wahrscheinlichkeiten ausdrücken können. Und eigentlich eine Art, die Ihnen durchaus auch schon öfters mal untergekommen ist. Nur ist Ihnen wahrscheinlich gar nicht bewusst gewesen, dass das wirklich was leicht anderes ist, es so auszudrücken. Hier mal ein Beispiel. In diesem grünen Kasten sehen Sie die Aussage, einer von fünf raucht. Das Behauptung. Dann ist das was anderes in der Statistik, als wenn Sie sagen, auf vier Nichtraucher, sehen Sie, wie meine Hand schon hier in so einen gefühlten Nenner geht, auf vier Nichtraucher kommt ein Raucher. Ja. Kurz gesagt ist es ja so, dass das eine, wenn ich das sozusagen jetzt direkt in eine Rechnung übersetze, das eine im Prinzip ein Fünftel ist. Einer raucht. Das ist ja so, wie wir relative Häufigkeiten ausgerechnet haben, oder? Wenn wir fragen, was ist die relative Häufigkeit von Rauchern und wir hatten fünf Probanden und von denen raucht einer, dann ist die relative Häufigkeit 1 durch 5, also 0,2 oder 20%. Das, was da in Lila gezeigt ist, ist doch die inhaltlich genau gleiche Aussage, oder? Auf vier Nichtraucher kommt ein Raucher, aber numerisch ergibt sich eben ein Viertel. Das ist 0,25 oder 25%, das ist was anderes als 0,2. Und das, was hier in grün gezeigt ist, ist die Häufigkeit und die nehmen wir dann ab nächster Woche eigentlich, oder? Ja, ab nächster Woche wirklich als Schätzer für die Wahrscheinlichkeit. Und auf der anderen Seite haben wir die sogenannte Quote oder die sogenannten Odds oder die sogenannte Chance. Das sind die drei Worte, die dafür verwendet werden. Wenn wir sagen, die Wahrscheinlichkeit ist 20%, dann kann ich auch sagen, die Chance ist 1 zu 4. Ja. Hier haben wir jetzt übrigens auf dem nächsten Slide sehen wir das ein bisschen besser und hier haben wir jetzt auch die echten Daten des Zungenrollbeispiels, nicht die gefälschten mit n gleich 100, sondern das ist wirklich, was ich im Hörsaal beobachtet hatte, damals 2015. 88 Studierende hatten teilgenommen und ganz schön zu sehen, hier mal die Aussage in grün, was ist diese grüne Aussage? 34 der 68 Zungenroller, muss man sagen, das ist das, was wir hier eigentlich sehen. Also quasi, was wir hier gerade, die Aussage, die wir hier gerade treffen, ist,
34 der 68 waren Männer, versus als Odds oder Chance ausgedrückt, auf 34 Männer kamen 34 Frauen. Also 34 der einen Ausprägung standen 34 gegenüber, die diese Ausprägung nicht zeigen, so muss ich sagen. Ja. Und ebenfalls sehen Sie hier schon wieder, 34 durch 68 ist 1,5 versus 34 zu 34 ist 1. Wir können also sagen, das ist vielleicht mal was, was man mal hier auf den Slide schreiben sollte, eine Wahrscheinlichkeit, eine geschätzte Wahrscheinlichkeit gleich einer relativen Häufigkeit von 1,5 ist dasselbe wie die Odds oder Chance von 1. Ja, oder vulgo 50 zu 50, sagt man da umgangssprachlich auch dazu. Ja? Das vielleicht nur noch mal kurz hier dazu. Das ist hier auf dem Slide auch noch mal genauso gerechnet, wie ich es gerade erzählt habe. Das ist jetzt immer wieder so eine Stelle, wo wir es genau nehmen und auch ich als Dampfplauderer sozusagen es mal ein bisschen genau nehmen muss, dass wir diese unterschiedlichen Begriffe haben, dass also die Wahrscheinlichkeit und die Orts verschiedene Dinge sind. Und diese Worte sollten wir quasi wohlgewählt einsetzen. Umgangssprachlich sagt man natürlich, die Chance ist 50%. Und dieser Ausdruck wäre sozusagen eine Mischung dieser beiden Seiten jetzt. Ja? Dann wird eigentlich quasi eine Wahrscheinlichkeit oder relative Häufigkeit von 50%, von 1,5, mit der Chance oder den Orts, die hier eigentlich auf die lila Seite gehören, so ein bisschen vermischt. Sie kennen die Orts so ein bisschen vom Pferderennen. Sie sind wahrscheinlich alle keine Pferderennen-Expertinnen, aber wer weiß, vielleicht doch. Manche von ihnen, also die Engländer zum Beispiel, dort ist es ja im Prinzip ein Volkssport, überhaupt zu wetten. Da wird auf alles gewettet. Und Wettbüros, die sich natürlich auch in Deutschland mittlerweile auch im Internet sehr großer Beliebtheit erfreuen, die hantieren tatsächlich sehr viel mit solchen Quoten oder Orts. Und jetzt wird es gleich noch ein bisschen irrer, weil also wir haben jetzt schon gesehen, Orts, ich kann quasi jede relative Häufigkeit auch als Orts ausdrücken oder als Chance. Ja? Und sagen, okay, wenn die, also haben wir gerade gesehen, kann ich überführen. Was wir jetzt noch machen, wie wird daraus jetzt noch ein Zusammenhangsmaß, da wird ein Zusammenhangsmaß gleich draus, indem wir diesen Quotienten zweimal ausrechnen. Wir rechnen diesen Quotienten, diesen Wettquotienten, sagt man manchmal, ist ein viertes deutsches Wort dafür, den Wettquotienten können wir jetzt einmal zum Beispiel, können wir jetzt mal für die Männer ausrechnen. Wir könnten fragen, was ist der Wettquotient, die Zunge rollen zu können bei den Männern. Und dann können wir das für die Frauen auch ausrechnen. Und damit haben wir dann zwei Orts oder zwei Wettquotienten oder zwei Chancen. Und wenn wir die wieder in ein Verhältnis zueinander setzen, dann haben wir so einen Quotient von Quotienten. Und das ist dann das sogenannte Chancenverhältnis oder Ortsverhältnis oder Quotenverhältnis. Und Kreuzproduktverhältnis habe ich selber noch nie gehört, habe ich mal der Vollständigkeit halber hier noch auf den Slide geschrieben, weil es in irgendeinem Lehrbuch auftaucht. Wir sagen dazu einfach Ortsratio, das wird im Deutschen genauso verwendet. In der Literatur sehen Sie es relativ oft abgekürzt als OR. Dieses Ortsratio spielt eine große Rolle in der Epidemiologie, also in der Lehre vom Auftreten und vom Zustandekommen von Krankheiten. Deshalb sind die Beispiele hier oft auch sehr klinisch gefärbt, haben auch manchmal mit Krankheit und Versterben und so zu tun, weil man oft versucht, mit diesem Odds-Ratio zu fragen, es gab eine Population, die hat sich einem Risiko, oder also eine Gruppe von Menschen setzt sich einem Risiko aus oder ist einem Risiko ausgesetzt, eine Krankheit zu erleiden. Oder ist etwas ausgesetzt, was wir als Risiko, wir wollen rausfinden, ob es ein Risiko ist eigentlich. Zum Beispiel Rauchen. Ja? Wir könnten fragen, inwiefern hängt das Auftreten von Karzinomen, also von Tumoren, wirklich zusammen mit dem Rauchen, also mit dem Auftreten von Rauchen, mit dem Zeigen eines Rauchverhaltens. Und entsprechend wäre das dann so ein nicht untypisches Beispiel, in dem Wissenschaftlerinnen, Mediziner, Statistiker zu Odds-Ratio greifen würden. Die Aussage könnte sein, unter 1000 Raucherinnen und Rauchern
finden sich dann etwa 110 Tumore oder 110 von denen bilden ein Lungenkarzinom aus. Und als Orts ausgedrückt, das können Sie jetzt, wenn ich es ganz langsam mache, schon selber mitmachen, wie wird aus dieser ersten Zeile unter 1000 Rauchern finden sich 110 Tumore, wie wird da ein Orts draus, indem ich sage, diese 110 Raucher mit Tumor stehen 890 oder 1000 minus 110, also 890 Rauchern ohne Tumor gegenüber. Gleiche Information, richtig? Wir haben nichts dazu erfunden, nichts weggelassen, aber wir haben es einmal als relative Häufigkeit ausgedrückt und jetzt in dem zweiten Satz, zweiten Zeile hier, als Orts. Und jetzt kann ich fragen, ja, okay, unter Rauchern ist es so und so, aber wie ist es denn unter Nichtrauchern? Jetzt greifen wir quasi, rechnen wir nochmal eine Quote oder nochmal Orts aus, aber für die Nichtraucher. Und da könnten wir sagen, unter 10.000 Nichtrauchern, sehen Sie, was jetzt passiert, das ist gar nicht so untypisch, die andere Gruppe sozusagen, also von unserem dichotomen Merkmal Rauchen oder nicht, die sind ja nicht gleich besetzt in der Natur unbedingt. Es ist eben so, dass nur vielleicht jeder Zehnte raucht oder so, in diesem Beispiel. Also haben wir, sogar noch weniger, ich glaube, Hälfte, wir haben 10.000 Nichtraucher, dort finden wir etwa gleich viel Tumore, 100 Tumore, aber die stehen eben die treten unter 10.000 Nichtrauchern auf. Nicht unter 1000 Rauchern. Ja. Oder als Orts ausgedrückt, die 100 Nichtraucher mit Tumor, denen stehen fast 10.000, sagen wir mal, 9.900 Nichtraucher ohne Tumor gegenüber. Ja, also habe ich jetzt hier in diesen zwei Zeilen, ja, quasi hier einmal Orts gehabt und hier Orts gehabt. Ja. Ich habe also sozusagen einmal gesagt, 110 zu 890 bei den Rauchern. Steht gegenüber, muss ich also irgendwie noch kontrastieren und wie mache ich das gleich? 100 zu 9.900. Wenn Sie nur diese zwei Ausdrücke mal kurz wirken lassen, welcher ist sozusagen viel, viel kleiner? Oder sind die gleich groß, ist die Frage. Nee, die sind nicht gleich groß, ja? Und das sehen wir dann hier. Was dann also eigentlich gemacht wird, ist das Odds-Ratio als Zusammenhangsmaß. Warum das ein Zusammenhangsmaß ist, sehen Sie vielleicht jetzt noch nicht ganz so klar. Wir haben gleich nochmal die Tabelle, da sehen wir es zusammenfassend. Aber das, was Sie hier sehen, ist das einfache Maß des Odds-Ratio, was sich große Beliebtheit erfreut, weil ich wirklich nur diese vier Zahlen, die wir da oben gerade ein bisschen rumgewürfelt haben, brauche. Also eigentlich nur die vier Zahlen, die jeweils in diesen zwei Ortszeilen standen. 110 zu 890, wie verhält sich dieser Quotient zu dem Quotient von 100 zu 9.900? Und dann kann ich mit ein bisschen Schulmathematik jetzt diesen Doppelbruch natürlich überführen in zwei Produkte, die ich dann durcheinander teile. Und dann kommt etwa ein Wert von 12 raus. Wir haben jetzt also gerade unser erstes Odds-Ratio ausgerechnet und das beträgt etwa 12. Was heißt das jetzt? Wie interpretiere ich ein Odds-Ratio von 12? Da muss ich sehr aufpassen, wie ich die Zutaten, wenn ich so will, formuliert hatte. Was hatte ich wie ausgerechnet und wie hatte ich meine Vier-Felder-Tafel, die ich Ihnen bis jetzt noch vorenthalten habe, das war didaktisch nicht so klug, eigentlich zusammengesetzt. Erstmal die Interpretation, dann sehen wir uns auf dem nächsten Slide nochmal so eine Tabelle an. Die Interpretation wäre hier, Raucherinnen oder Raucher haben eine circa 12-fach erhöhte Chance, ein Lungenkarzinom zu entwickeln. Ganz wichtig, also erstens, das lässt sich schnell abräumen, das soll jetzt hier natürlich nicht zynisch gemeint sein, das ist jetzt ein sozusagen mathematischer Sprech, dass wir im Deutschen hier von einer Chance sprechen, ja. Aber Sie haben gesehen, die Chance oder Quote ist eben was anderes als die relative Häufigkeit oder Wahrscheinlichkeit und deshalb müssen wir hier das ein bisschen genau nehmen mit der Sprache. Am Ende des Videos gleich, wenn ich noch ein paar Minuten habe, werde ich es auch nochmal mit dem sogenannten Risk, also Deutsch Risiko gegenüberstellen. Man muss auch sagen, das, was wir jetzt relative Häufigkeit gezeigt haben und kannten, das entspricht dem Risiko, während die Chance eben was anderes ist. Also versuchen Sie diese Sätze zu Odds Ratio, also mit Odds oder Chance oder Quote zu formulieren und versuchen Sie das Wort Risiko da bitte rauszulassen, was nicht so einfach ist. Raucher haben also eine 12-fach erhöhte Chance, ein Lungenkarzinom zu entwickeln. Ganz wichtig,
das eigentlich Wichtige, wir haben es hier natürlich wiederum nicht per se mit irgendwas Kausalem zu tun. Wir rechnen gerade ganz deskriptiv ein Zusammenhangsmaß aus. Warum das so ist, ob das kausal ist, kann uns dieses Maß allein nicht beantworten. Ja, niemals. Wir könnten also auch noch ein bisschen vorsichtiger sagen, oder die gleiche Information könnten wir auch in andere Sätze packen. Wir könnten auch sagen, unter Rauchern gab es eine 12-mal so hohe Auftretensquote für Lungenkarzinome wie unter Nichtrauchern. Ja? Wir sollten uns zusammenfassend für Odds Ratio in zwei Slides das nochmal kurz hier anschauen. Nämlich, wir haben hier oben jetzt diese Tabelle, wie sie ganz typisch für Odds Ratio erstellt wird. Da das Maß aus der Epidemiologie, aus der Klinik kommt, hat sich so ein bisschen etabliert, und das möchte ich Ihnen auch an die Hand geben, dass man, wenn man die Wahl hat, wie man die Tabelle aufteilt, also wo schreibe ich welche Merkmalsausprägung hin, welches Merkmal geht in die Zeilen, welches nehme ich für die Spalten bei meiner Kontingenztafel und wie ordne ich dann die zwei Merkmalsausprägungen an, dann ist bei Odds Ratio ganz, ist es ganz sinnvoll, sozusagen das, was der negativere, potenziell negative Einflussfaktor oder Risikofaktor von mir aus ist, Gesundheitsrisiko, das schreibe ich mir quasi in die obere, aus Ihrer Sicht oben links sozusagen rein und dann auch in die erste Zeile den negativen Outcome, also in dem Fall zum Beispiel die Erkrankung oder der Tumor oder das, was immer der negative Outcome ist. So wird es gerne formuliert. Jetzt sehen Sie hier, was noch wichtig ist, ein Labeling, was sehr hilfreich ist, nämlich wir bezeichnen diese vier Zellen mal kurz mit vier unterschiedlichen Buchstaben. Und das führt uns dann nämlich zu einer ganz einfachen Formel, die man sich wirklich merken kann für Odds Ratio, dass man sagt, Odds Ratio, wenn ich quasi hier die Ns habe, ja, also nochmal, wir hatten vorher im Beispiel wir sehen es ja gleich nochmal. Also ich könnte mir hier sozusagen, dem entspricht eine Zellbesetzung. Wenn ich also sage, diese A's stehen einfach für die Anzahlen hier drin, dann kann ich einfach nur quasi mit dem Inhalt der Tabelle, sehen Sie, wie ich die Randhäufigkeiten, die wir beim Chi-Quadrat verwendet haben, hier gar nicht brauchen. Nur mit dem Inhalt, mit diesen vier Werten aus der Kreuztabelle, kann ich mir Odds Ratio ausrechnen. Und da das quasi also nochmal der Bruch ist, das sind quasi diese Odds im Verhältnis zu diesen Odds, kann ich das auch einfach ummultiplizieren zu dieser berühmten Formel A mal D, geteilt durch B mal C. Oder anders gesagt, kritzle ich hier auch nochmal kurz drauf, wenn das A, B, C, D ist, sehen Sie schon, was Sie eigentlich also machen, ist, Sie schauen, wie viel ist hier so in den zwei gegenüberliegenden Zellen vertreten versus was ist hier in diesen zwei Zellen vertreten. Ja? Das haben Sie eigentlich gemacht. Wichtig hier unten das Kleingedruckte, Odds Ratio. Welche Werte kann denn Odds Ratio eigentlich annehmen? Wir haben das beim Chi-Quadrat vorhin ein bisschen ausgespart, das habe ich nicht vertieft, da haben wir das nicht so besprochen. Ich hatte sie Ihnen so ein bisschen mitgegeben, ohne es zu beantworten, dass Sie sich mal fragen, was für ein Vorzeichen das haben kann. Sie werden dann beim Chi-Quadrat drauf kommen, dass es kein negatives Vorzeichen haben kann. Das gilt hier genauso. Wir haben hier einen Bruch aus Zahlen, wir haben hier Brüche aus Zahlen, die nur positiv sein können. Sehen Sie das? Wir haben ja hier Ns sozusagen, absolute Häufigkeiten. Wo soll da was Negatives herkommen? Ja, da habe ich irgendwie 200, 100, 5, 2003 Zahlen, ja, positive Zahlen. Das heißt, was Negatives kann hier gar nicht reinkommen. Damit ist auch klar, dass das Kleinste, was ein Odds Ratio sein könnte, 0 sein kann. Nach oben sind ihm aber keine Grenzen gesetzt hier. Das kann quasi Richtung unendlich gehen, ein Odds Ratio, aber so müssen wir es uns auf dem Zahlenstrahl vorstellen. Und das unterscheidet es auch von der Korrelation oder der Kovarianz. Also von der Kovarianz unterscheidet sich es natürlich dadurch, rein jetzt, wenn ich das fertige Maß ausgerechnet habe, war es ja bei der Kovarianz so, dass die rund um 0 gehen kann und mit ihrem Vorzeichen uns schon die Richtung des Zusammenhangs sagt. Das kann jetzt hier nicht der Fall sein. Sondern wir müssen uns beim Odds Ratio fragen,
wenn es von 0 bis unendlich gehen kann, was ist eigentlich der Wert, der ausdrückt, dass da kein Zusammenhang da ist? Dass also dieser Risikofaktor zum Beispiel nichts mit Erkrankung zu tun hat, dass kein Zusammenhang besteht. Sie werden relativ schnell darauf kommen, wenn Sie es selber ausprobieren, dass dies natürlich der Wert von 1 ist. Das bedeutet ja also, dass das Produkt dieser beiden Zellen gleich dem Produkt dieser Zellen ist oder dass die Quote unter denen mit Risikofaktor die gleiche ist wie die Quote unter denen ohne Risikofaktor. Ja? Das ist dann wiederum diese Unabhängigkeit, die wir auch bei Chi-Quadrat gesehen haben. Also Unabhängigkeit bei Odds Ratio sozusagen bei 1 und beim Chi-Quadrat können Sie sich das selber nochmal fragen. Bei der Korrelation, bei der Kovarianz, haben wir das ja gesagt, war es auf jeden Fall die 0. Das Chi-Quadrat können Sie sich vielleicht selber nochmal überlegen. Odds Ratio, dies zum Schluss, ist unser wichtigstes Zusammenhangsmaß in der Medizin oder Epidemiologie, aber es ist ein relativ abstraktes Maß. Zum einen kann es mathematisch so ein bisschen, es kann immer rund um 1 hin und her springen, je nachdem, wie Sie Ihre Tabelle aufgesetzt hatten. Das ist eigentlich gut, dass da nichts Schlimmes passieren kann. Wenn Sie die Tabelle ein bisschen anders aufsetzen, also wenn zum Beispiel, wenn ich in einer Klausur oder in einer Übung, wir Sie als Studierende bitten, ein Problem zu formalisieren und so eine Vier-Felder-Tafel aufzustellen, damit Sie Odds Ratio ausrechnen können, dann macht es natürlich jede Studierende manchmal doch ein bisschen anders. Wir hatten jetzt zwar gesagt, okay, schreib das, was der Risikofaktor ist und das, was der negative Outcome ist, zusammen oben in die Zelle A rein. Aber müssen Sie ja nicht machen. Wenn Sie dann eine dieser beiden Merkmale aber flippen, dann flippt auch Odds Ratio rund um 1. Dann springt es zum Beispiel von einem Odds Ratio von 2 auf ein Odds Ratio von 1,5 bei umgekehrter Formulierung der Kontingenztafel oder der Fragestellung. Und damit muss man eben umgehen können. Das größte Problem, wenn man so will, was Sie mit Odds Ratio haben, ist eben, dass es Ihnen nichts über das absolute Risiko aussagt. Ja? Wir hatten ja gesehen, das können Sie sich an dem Lungenkarzinom-Beispiel nochmal anschauen, wenn Sie ein paar Slides zurückgehen. Das klingt natürlich auch erstmal für sich genommen krass zu sagen, wenn ich Raucher bin, habe ich einen 12-fach erhöhtes Risiko. Das habe ich selber gesagt. Verzeihen Sie, das müsste ich fast rausschneiden. Nicht Risiko sagen. Eine 12-fach erhöhte Chance oder eine 12-fach erhöhte Quote mit Lungenkarzinomen. Aber wenn Sie sich die Zahlen angucken, ist es natürlich trotzdem nur so, dass das Risiko auch für Raucher natürlich noch begrenzt ist. Ein Lungenkarzinom zu bekommen oder daran zu sterben. Es können natürlich auch viele andere Dinge noch passieren. Und es gibt auch für viele andere noch viel, viel, viel unwahrscheinlichere Risiken in ihrem Leben. Zum Beispiel manchmal geistert durch die Presse, sagen wir mal, also hormonelle Verhütungsmittel, Antibabypille und Schlaganfall oder Thromboserisiken oder sowas. Ja, da gibt es eine Erhöhung. Wenn Sie sich aber da gerade mal die absoluten Zahlen angucken, wie wahnsinnig unwahrscheinlich es für eine junge, gesunde Frau ist, an so einem Schlaganfall zu leiden oder den zu erleiden, dann ist es eben wichtig, sich daran zu erinnern, dass ja, in Odds Ratio ausgedrückt, ist da vielleicht eine statistisch bedeutsame Erhöhung der Chance, des Wettquotienten für so eine Erkrankung, aber das absolute Risiko steckt uns eben in dem Maß nicht mehr drin, das verlieren wir. Wenn wir was über das absolute Maß sehen wollen, dann schauen wir uns gerne in der Epidemiologie auch solche Graphen an. Die nehmen mittlerweile in der Kommunikation von Risiken eine größere Rolle ein, dass man versucht, wirklich grafisch zu zeigen, wie viele Leute sind denn wirklich von was betroffen. Und sowas in der Art, wie ich gerade mit der hormonellen Verhütung angedeutet habe, sehen Sie hier so ein bisschen. Wir haben hier in diesem Slide sozusagen hier mit Einnahme des Medikaments sehr wenige Leute, die die Erkrankung aufweisen. Das ist, muss ich jetzt dazu sagen, verhaspel mich gerade etwas, das ist natürlich nicht jetzt dieses Verhütungsbeispiel, sondern wir haben jetzt hier ja einen Fall, ich mache es mal doch groß, wo wir sagen, geht eher in die Richtung, was zum Beispiel
Also ein gut gemeintes Medikament wie Aspirin oder so mit dem Herzinfarktrisiko oder so macht. Sie haben hier die Einnahme des Medikaments dort in dieser Gruppe, das könnte zum Beispiel das Ergebnis von einem großen Versuch sein, haben also drei irgendwie die Erkrankung aufgewiesen. Und in der Gruppe, wo das Medikament nicht genommen wurde, haben aber vier es aufgewiesen. Wir hätten also, und das ist jetzt hier nochmal in grün gezeigt, wir hätten, Verzeihung, hier nochmal reingehen, wir haben also das relative Risiko, oder das Risiko, muss ich sagen, zu erkranken, beträgt in der Gruppe, die das Medikament genommen hat, 3 von 50 und hier 4 von 50. Beides geringe Risiken, als Orts ausgedrückt im Übrigen, dann hier unten zu sehen, 3 von 47. Hier sehen Sie nochmal den Unterschied, ob Sie das Risiko, was also der relativen Häufigkeit entspricht, ausrechnen oder die Chance oder Orts, ist leicht numerisch was Unterschiedliches. Wenn die Ereignisse insgesamt sehr selten sind, wie hier, ist der Unterschied sehr gering. Bei häufigeren Ereignissen, denken Sie an unser Eingangsbeispiel, 1 von 4 versus, also einer versus 4 gegenüber einer von 5, da waren es ja doch 20 und 25%. Orts versus relative Häufigkeit, da ist es schon nicht mehr ganz so zu vernachlässigen, der Unterschied. Hier haben wir aber ein Beispiel, wo das quasi keinen großen Unterschied macht. Relatives Risiko versus Orts. Wenn ich dann hier für so ein Beispiel die Orts-Ratio ausrechne, verliere ich also diese Information, dass das eigentlich was Seltenes war und bekomme stattdessen ein Orts-Ratio, in dem Fall von Punkt 73. Jetzt haben wir hier also mal ein Orts-Ratio, was kleiner als 1 ist. Sehen Sie das? Hier müssten wir also den, so wie die, wie das hier in die Orts eingegangen ist, wenn Sie nochmal schauen, 3 von 47 oder 3 gegenüber 47 geteilt durch 4 gegenüber 46. Wir haben hier also das so formuliert, dass die Einnahme des Medikaments offensichtlich die Chance auf Erkrankung oder auf den negativen Outcome verringert. Deshalb haben wir ein Orts-Ratio kleiner 1. Ja? Ich muss also die Orts, die ich in der Gruppe ohne Medikament beobachte, mit dem Faktor 0,73, also mit was kleiner als 1, multiplizieren. Damit reduziert sich die Chance auf Erkrankung, um eben abzubilden, was in der Gruppe mit Medikament passiert ist. Und nochmal hier, nicht unser Hauptthema, aber Risk-Ratio ist numerisch was ganz leicht anderes. Also wenn ich mit den Risiken arbeite und die vergleiche, kommt was leicht anderes raus, als wenn ich die Orts vergleiche. Es ist jetzt doch ein bisschen ein längeres Video geworden. Ich wollte 40 Minuten anpeilen, 47 haben wir jetzt oder fast 48 auf dem Ticker. Zur Ergänzung dieses heute Besprochenen. Wir haben heute besprochen, dass wir für kategoriale Maße auch deren Zusammenhang, deren bivariaten Zusammenhang überprüfen können, indem wir solche Kontingenztafeln entweder mit Chi-Quadrat untersuchen oder Chi-Quadrat ausrechnen. Chi-Quadrat ist besonders deshalb so vielseitig, weil es auch kompliziertere Kontingenztafeln nutzen kann, wie 3x4, 4x5. Wenn Sie die Formel angucken, einfach alle Zellen dort die Regel anwenden mit Observed, Expected und so. Versus Orts-Ratio als klinisch sehr bedeutsames Maß, was aber wirklich nur für eine Vier-Felder-Tafel funktioniert. Das heißt, für dichotome Merkmale kann ich sinnvoll Orts-Ratio ausrechnen. Ich möchte Sie bitten, in dem Maß, in dem wir jetzt vorangehen in die Wahrscheinlichkeitsrechnung, sich ein Video anzuschauen, was immer schon, also auch als wir uns im Hörsaal mit der Statistik 1 getroffen haben, so ein bisschen, es ist wichtig, aber es hat in den 90 Minuten Vorlesung nicht so seinen Platz, nämlich die Kombinatorik. Dass Sie sich bitte die quasi, wenn Sie so wollen, im Selbststudium nochmal in Erinnerung rufen aus der Schulmathematik oder sie hier neu kennenlernen. Sie haben das im Lehrbuch sehr gut und ich habe Ihnen mal ein 20-minütiges Video zur Kombinatorik gemacht. Dieses bitte ich Sie zu studieren. Und Sie haben jetzt sozusagen noch zwei Zusatzvideos, die gibt es auch bei YouTube unter Zusatzvideos, nämlich eins, wo ich mal von Hand für Sie noch ein Orts-Ratio-Beispiel durchgerechnet habe vor ein, zwei Jahren und ein Video, was mehr zur Korrelation gehört, was ich dort auch erwähnt habe, wo Partialkorrelation und Suppression gezeigt werden. Ganz zum Ende dieses Videos habe ich für Sie jetzt hier noch so eine Art Selbsttest oder Hausaufgabe, wenn Sie so wollen. Sie haben ja die Slides vorliegen und haben dort auch die Zahlen. Alles, was ich Sie hier bitte, ist an diesem Beispiel
was ich eingangs in dieser Vorlesung hier gezeigt habe, nämlich Intelligenz und Gewicht. Das ist ja ein Maß oder ein Problem, wo wir eigentlich eine Kovarianz ausrechnen können sollten. Und das habe ich für Sie schon mal getan hier. Aber auch ein Pearson-Korrelationskoeffizient. Das können Sie hier nochmal an diesen Daten ganz schön probieren. Ich habe, glaube ich, Ihnen alles gegeben, was Sie brauchen, hoffe ich. Und dann können Sie aber auch das, was wir in diesem Video gemacht haben, indem wir einfach mal sagen, auch wenn es sich eigentlich nicht gehört, wir machen es einfach mal, wir machen mal kurz so einen Median-Split an diesen Daten, um ein Gefühl dafür zu entwickeln, wie verhält sich Kovarianz, Pearsons Korrelationskoeffizient zu Odds-Ratio und Chi-Quadrat, was wir heute kennengelernt haben. Und wenn Sie ganz viel Lust haben, auch zum relativen Risiko, dann können Sie einfach mal mit diesem kleinen Datenbeispiel hier auf diesem Slide das nochmal ausrechnen. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche, wenn ich es richtig weiß, zur Wahrscheinlichkeit. Tschüss.